Nachdem ich nun Linux Mint erfolgreich installiert habe und Windows quasi deinstalliert habe von meinem Laptop, fangen wir jetzt mit der initialen Einrichtung an. Das erste Programm, das ich mir vorgenommen habe, ist der Mail-Client. Und natürlich möchte ich nicht nur Mails abrufen, sondern möchte auch meinen Kalender und meine Kontakte damit verwalten. Nach dem Intro erzähle ich dir, welche Schwierigkeiten ich damit hatte und für welches Programm ich mich am Ende entschieden habe. Erstmal zum Offensichtlichen. Thunderbird ist ja schon vorinstalliert bei Linux Mint. Und den könnte ich auch tatsächlich benutzen, um meine Mails mit IMAP abzurufen. Auch mit dem Kalender würde Thunderbird klarkommen, das ist integriert. Probleme fangen aber an, wenn ich meine Kontakte synchronisieren will. Dazu müsste ich mir ein separates Add-on installieren. Damit habe ich in der Vergangenheit aber keine guten Erfahrungen gemacht. Das Add-on integriert sich nicht schön in das User-Interface von Thunderbird und macht bei den Adressbüchern auch so eine Art Doppelstruktur auf. Ich habe also ein bisschen recherchiert, aber war etwas zu schnell wohl und bin als erstes Mal auf den Mail-Client Mailspring gestoßen. Ich mache es ganz kurz, das ist nicht der Mail-Client, den ich verwenden werde. Erstens ist die Installation recht komplex, man muss das über Snap installieren. Dazu muss man Mint erstmal darauf vorbereiten, dass er mit Snaps umgehen kann. Wenn das dann geschafft ist, installiert man den Client, um dann festzustellen, dass der erstmal einen Zwang für einen Online-Account hat. Also nicht der Mail-Account, sondern Mailspring ist ein kommerzieller Anbieter und möchte vor dem Start des Programms eine Registrierung. Das halte ich für Quatsch und deshalb habe ich mich auf die Suche begeben, wie man das umgehen kann. Und tatsächlich, das geht, und zwar mit Mailspring Libre. Mailspring Libre versucht, proprietären Elemente aus Mailspring herauszupatchen und auch sowas wie diese Online-Registrierung wird dabei entfernt. Das hat auch prinzipiell geklappt. Gleiches Problem aber wie bei Thunderbird, ich kann weder Kontakte noch meinen Kalender synchronisieren. Also nicht das gleiche, aber ähnlich. Seit 2019 ist auch ein Kalender-Plugin angekündigt, das kann man sich auch in der Vorschau anzeigen lassen, funktionieren tut es aber noch nicht. Auch eine Kontaktsynchronisation ist erstmal nicht möglich. Um es kurz zu machen, Mailspring habe ich wieder deinstalliert und bin dann übergegangen zu Evolution Mail. Zu Evolution Mail hatte ich auch schon mal ein Video hier veröffentlicht, dazu schau einfach mal in die Infokarte. Warum habe ich Evolution Mail also nicht von Anfang an genommen? Evolution Mail hat auf jeden Fall den großen Vorteil, dass da schon alles out of the box funktioniert. Evolution Mail unterstützt CardDAV und CalDAV, das heißt, ich kann also meine Kontakte synchronisieren und meinen Kalender. IMAP natürlich sowieso, also Mails kann ich damit synchronisieren. Mir hat aber die Oberfläche nicht so gut gefallen, deshalb wollte ich erstmal andere Lösungen ausprobieren. Nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt wohl damit anfreunden müssen, denn ja, das ist einfach ein Programm, das alles kann, ich muss keine zusätzlichen Add-ons installieren und meine Anforderungen sind damit erstmal erfüllt. Weiterer Vorteil für Evolution Mail ist auch noch, dass er direkt über die Paketverwaltung installiert werden kann. Ich muss also nicht wie bei Mailspring irgendein Snap installieren, sondern kann direkt über die Linux Mint Paketverwaltung gehen und Evolution Mail installieren. Bei Mailspring Libre hätte ich sogar nicht mal den Snap nutzen können, sondern da wäre ich darauf angewiesen, immer manuell das Debian Paket herunterzuladen auf GitHub und zu aktualisieren. Wenn ich die Paketverwaltung nutzen kann, werden Aktualisierungen halt automatisch ausgeführt und ich muss mir darüber keinen Kopf machen. So viel jetzt also zum Mail-Programm. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, wie ich mir den Firefox so hinbiege, dass ich in meiner gewohnten Arbeitsumgebung damit arbeiten kann. Denn bei Linux Mint gibt es auch ein paar Besonderheiten, was den Firefox angeht.